Willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Amazon-Videoreihe. Heute schauen wir uns an, wie wir ein Produkt bei Amazon anlegen können oder besser gesagt listen können. Und das Ganze natürlich mit allen Einstellungen versehen und alles, was wir beachten müssen in diesem Video für das Produkt anlegen. Viel Spaß dabei. Ja, Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal anschauen, wie wir bei Amazon Produkte anlegen können bzw. uns an Listings anhängen können. Und das Ganze schauen wir uns hier im Amazon Seller Central an und gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Und falls du andere Videos sehen möchtest von der Amazon Videoreihe, wo du Schritt für Schritt erklärt bekommst, von der Anmeldung, Registrierung bis hin zum ersten Verkauf deines Produktes, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Alle Videos findest du in der Videoreihe unten in der Videobeschreibung oder auf diesem Kanal in der Playlist. Und falls dir diese Videos hilfreich sind und du mehr davon sehen möchtest, dann unbedingt Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir wachsen als Community und können uns gegenseitig unterstützen. Dann lass uns mal einen Blick drauf werfen, wie wir denn unser erstes Produkt anlegen können. Und zwar, wir können entweder hier über die Menüleiste, Navigationsleiste eben auf Katalog und Produkte hinzufügen klicken oder, was ich bereits im letzten Video gezeigt habe, wie wir uns diese Menüpunkte einfach direkt schon aufs Dashboard packen können. Das Ganze findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox zum letzten Video. Und ich klicke hier einfach mal direkt auf Produkt hinzufügen. So, dann erscheint diese Maske und wir können hier ein neues Produkt hinzufügen, was noch nicht bei Amazon gelistet ist. Oder du möchtest ein bereits gelistetes Produkt verkaufen, was ich dir in jedem Fall empfehlen möchte. Wenn du schon ein Produkt hast, was bei Amazon gelistet ist, dann hänge dich unbedingt da dran. Anders geht es auch in der Regel nicht, denn sonst hast du hier Schwierigkeiten bzw. du hast nur Vorteile, wenn du dich ein Produkt anhängst. Klar, man hat einen gewissen Preiskampf mit anderen Verkäufern, aber in der Regel haben diese Produkte einen gewissen Rang erreicht, die haben gewisse Produktbewertungen, die sehr, sehr Einfluss haben auf die Verkäufe auf Amazon. Und wir suchen uns gleich mal ein Produkt raus, was wir hier anhängen möchten, beziehungsweise wo wir uns an das Listing hängen möchten. Und das nur als Beispiel natürlich. Wir können mal hier auf Bestseller klicken bei Amazon und sehen hier direkt Batterien. Wir klicken mal hier auf Duracell Batterie und schauen uns das Ganze mal genauer an. Wir können hier einmal unten, so, da ist die ASIN-Nummer und dann können wir die hier bei Produkte hinzufügen eingeben. So, und dann sehen wir schon direkt, das Produkt ist hier gelistet. Wir sehen hier eine EAN-Nummer. Das bedeutet, wenn dein Produkt genau diese EAN-Nummer hat, dann trag es hier rein. Es gibt verschiedene Produktmerkmale und Produktkennzeichnungen oder Barcodes, kann man auch sagen, die auf der Produktverpackung drauf sind. Ja, die unbedingt hier eingeben und dann siehst du direkt, aha, ist mein Produkt gelistet oder nicht. So, und wir sehen hier, haben schon direkt ein paar Informationen. Wir haben hier einen Verkaufsrang Nummer 1, ja, natürlich, weil wir es auch direkt auf der ersten Seite gesehen haben, wie ihr seht, ja. Das ist ein sehr entscheidender Punkt, ob sich ein Produkt gut verkauft oder nicht. So, ein weiterer Punkt, wie ich schon angesprochen habe, ist natürlich die Produktbewertung. Ihr seht es hier, 225.000 Produktbewertungen. Es ist kein Wunder, dass dieses Produkt sich gut verkauft aufgrund dieser vielen Produktbewertungen. Selbstverständlich gibt es auch Nachteile, wenn man sich an Listings hängt oder Produkte verkauft, die gut gerankt sind und gut gelistet. Wir haben viel Konkurrenz. Ihr seht es hier, wir haben hier 28 Verkäufer, die das Produkt auch neu anbieten. Also ein großer Konkurrenzkampf und dementsprechend ist es hier sehr schwer, dieses Produkt gegebenenfalls zu verkaufen, aufgrund dessen, weil hier einfach sehr viele verkaufen. Man kann natürlich Glück haben und diese Ware günstig einkaufen und irgendwann, ja, kalkuliert man sich für sich natürlich die Marge und sagt mal, ich sag mal so, für 4,99 € und man macht da immer noch Gewinn. Dann muss man halt eben warten, bis die guten Verkäufer bzw. die günstigen Verkäufer hier irgendwann weg sind und du dann an der Reihe bist. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen direkt Produkte verkaufen, die auch sofort sich verkaufen lassen. Deshalb muss man gut
Produkte recherchieren, die sich gut verkaufen, wenig Konkurrenz haben und dennoch gut gelistet sind. Aber das ist ein anderes Thema, das wird in einem Folgevideo erscheinen hier auf diesem Kanal, deswegen unbedingt dranbleiben. So, ein Manko, was wir haben bei Produkten, die gut sich verkaufen und gute Marken sind, ist natürlich, dass wir Artikel nicht sofort verkaufen können. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich möchte dieses Artikel online listen, dann bedarf es eine Freischaltung, die ihr bei Amazon einreichen müsst. So, dann klickt ihr darauf und kommt auf die Folgeseite und seht hier, ich muss eine Freischaltung beantragen. Wie das Ganze funktioniert und was du beachten musst, welche Voraussetzungen du für eine Freischaltung erfüllen musst, darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Schau es dir gerne hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung an. So, wir gucken mal nach einem Produkt, was wir bereits verkaufen können, so dass wir gucken können, ja, was müssen wir denn am Listing verändern bzw. überhaupt kennzeichnen, so dass wir das Produkt bei uns in den Artikeln anlegen können. Und da klicke ich mal hier auf Tintenpatronen. Auch das sind natürlich Renner, die sich generell immer verkaufen lassen, jedoch aber auch generell immer viel Konkurrenz haben. Wenn du an diese Produkte kommst, dann musst du erstmal gucken, ist es denn wettbewerbsfähig, dass du das überhaupt gewinnbringend verkaufen kannst. Und wir sehen hier, hier haben wir bereits 130 Verkäufer, die dieses Produkt anbieten zu einem Neuzustand. Und wir sehen, hier ist ein großer Preiskampf, dementsprechend wird auch das sehr schwer verkäuflich sein. Und dennoch wollen wir das mal als Beispiel hier mal reinnehmen und hier die Asin hinzufügen. Und wir sehen auch, dieses Produkt ist auf Platz 1, wir haben auch gute Bewertungen, alles tippitoppi, nur halt viel Konkurrenz. Und wir können dieses Produkt anbieten, ohne dass wir eine Freischaltung bedürfen. Und da klicke ich mal jetzt dieses, verkaufen Sie dieses Produkt, klicke ich mal drauf und dann kommen wir schon auf die Folgeseite, wo wir dann Pflichtfelder erfüllen müssen. Wir müssen jetzt beispielsweise hier sagen, wie viel Menge haben wir. Wir müssen hier eine Artikelnummer hinzufügen gegebenenfalls. Das ist dann eure spezielle Artikelnummer. In der Regel heißt es auch SKU. Und dann habt ihr hier, falls ihr jetzt mal zum Thema Artikelnummer, wenn ihr rein nur über Amazon euer Lagerbestand füllt, dann ist es egal. Wenn aber ihr eine Warenwirtschaftssysteme nutzt, dann müsst ihr hier diese Artikelnummer hinzufügen und dann über die Schnittstelle wird das Ganze kommuniziert. Dazu vieles mehr in Folgevideos. So, Menge. Wir sagen mal, 5 Stück haben wir davon. Preis, ich weiß jetzt nicht, was ist konkurrenzfähig, 17 Euro. Damit wir es nicht sofort verkaufen, weil es nur ein Beispiel ist, machen wir mal 25 Euro. Wir wählen den Zustand aus, natürlich neu. Gebraucht ist in der Regel ja, weniger verkäuflich. So, und Versandkanal. In dem Falle versenden wir selbst, also wir werden nicht über Amazon das Ganze machen. Falls du das planst, über Amazon das zu verkaufen, natürlich klickst du dann das an. Da musst du aber natürlich das Produkt vorher zu Amazon einsenden. Ich habe darüber schon Videos erstellt, wie du einen Anlieferplan erstellst und vieles mehr unten in der Videobeschreibung oder auch oben in der Infobox. So, das sind die einzigen Felder. Falls du jetzt aber noch planst, über andere Kanäle von Amazon zu verkaufen, wie Großbritannien, Frankreich, Italien und so weiter, dann kannst du hier auch dementsprechend direkt die Preise eintragen. In der Regel sehen wir hier auch die günstigsten Preise, steht jetzt hier nicht dabei, weiß ich nicht, ob das Artikel abhängig ist, aber normalerweise steht es hier halt rechts und kannst du es direkt gleich hinzufügen und dann das Ganze speichern und beenden. So, und dann wird dein Artikel direkt in deiner Verkaufsübersicht erscheinen. So, wir werden uns jetzt einmal auch mal ein Beispiel anschauen, wie wir denn einen Artikel komplett neu hinzufügen, ohne dass wir dieses Produkt in der Kategorie bzw. im Katalog von Amazon finden können. Und dazu können wir hier, ich möchte ein Produkt hinzufügen, das nicht bei Amazon verkauft wird. Dann klicken wir hier drauf. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier die Kategorie auszuwählen. Wir können direkt nach dem Produkt schon mal suchen, damit wir nicht die Kategorie auswählen müssen bzw. suchen müssen. So, und ich würde mal sagen, bleiben wir bei Tintenpatronen. Und suchen danach. So, jetzt haben wir verschiedene Kategorien. Ihr seht es hier, wir haben es bei Elektro und Foto. Wir haben es aber auch bei Bürobedarf und Schreibwaren. Hier sind die Sachen. Dann haben wir es bei Computer und Zubehör und nochmal Computer und Zubehör.
Also hier bitte darauf achten, dass du die korrekte Kategorie auswählst. Du kannst natürlich überall auswählen, aber hier spielt die Gebührenübersicht eine große Rolle. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Schau es dir oben in der Infobox an oder unten in der Videobeschreibung. Da siehst du, welche Kategorie wie viel Prozent Provision Amazon hier für sich nimmt. Und natürlich ist es besser, wenn man weniger Provision bezahlt, aber man muss hier auch gucken, ob man nicht unbedingt hier eine Kategorie nimmt, die nicht so gerne ausgewählt wird, ja, weil es bringt ja nichts, nichts zu verkaufen, ja, auch wenn die Gebühren bzw. Provisionen weniger sind. Deshalb nehmen wir hier einfach mal Bürobedarf, Schreibwaren und hier die Tintenpatronen für Drucker. Dann kommen wir ins nächste Feld, wo wir zum Beispiel jetzt schon mal einen Namen eintragen können. Wir können Markennamen eintragen. Das ist alles wichtig. Wir müssen eine EAN, also Produkt-ID, auswählen. Dann wählt ihr aus, was genau ist es. Eine EAN, Getin und so weiter. So, ich habe jetzt probeweise mal die Dinge eingegeben hier von dieser Tintenpatrone. Und ja, die Asien habe ich hier ausgewählt, die hier hinzugefügt wurde. Und jetzt klicken wir mal auf Fortfahren und schauen uns mal an, was passiert. Okay, er gibt uns hier direkt eine Fehlermeldung raus, beziehungsweise einen Hinweis. Dieses Produkt gibt es schon bei Amazon. So, das ist auch eine Anmerkung, wo ihr dann direkt sehen könnt, okay, gibt es dieses Produkt oder nicht. Ihr seht, es gibt es. Okay, zurück zum Formular. Ich wollte hier einfach mal reinkommen in die Methode, wo man dann hier die ganzen Reiter sieht, um hier einfach nur zu sehen, was ist wichtig, was müssen wir bei Amazon hier an Produktmerkmalen und Einstellungen treffen, um überhaupt ein Produkt neu anzulegen. Also wir haben hier die Produktidentität gesehen. Ihr müsst unbedingt hier Markennamen und so weiter eintragen, wenn es sich um Handelsware, die bereits im europäischen Markt verfügbar ist und registriert wurde und offiziell verkaufbar ist. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn ihr plant, Produkte aus China zu importieren und hier in Deutschland weiter zu verkaufen oder in der EU, das ist ein ganz anderes Thema. Da müsst ihr viel mehr beachten. Darüber wird es hier auch noch Videos geben auf diesem Kanal, deshalb bleibt unbedingt dabei. Aber wir wollen uns hier Handelsware, die bereits auf dem Markt etabliert sind und hier frei verkäuflich ist. So, und dann schauen wir uns die nächsten Punkte mal an. Wichtige Informationen zum Produkt. Wir haben hier die Produktbezeichnung. Übrigens hier Artikelname ist nicht einfach nur HP, sondern ihr müsst hier schon wirklich gut beschreiben das Produkt. Ihr seht es hier, das Produkt wurde mit Nummer beschrieben, mit Modellbezeichnung. Es muss gut formuliert sein, gewisse Suchbegriffe müssen beinhaltet sein. Das ist ein ganz anderes Thema. Wir werden dazu auch nochmal ein Video hier auf diesem Kanal veröffentlichen, so dass du siehst, wie gehe ich denn überhaupt beim Produktnamen, bei der Produktbezeichnung ran, dass das SEO stimmt und dass hier dein Produkt gut gefunden wird. Kommen wir zu den wichtigen Informationen, und zwar Produktbezeichnung. Ihr habt hier immer wieder so ein Fragezeichen, wo ihr dann direkt sehen könnt, worauf kommt es hier an bei diesem Feld. Lest euch das durch, guckt genau, dass es zu eurem Produkt passt. Ich würde hier so gut wie möglich immer alles im Listing machen. Darauf kommt es meistens an, dass euer Produkt gefunden wird. Dann haben wir hier die Produkt-Highlights oder auch Bullet Points genannt. Ihr müsst hier alle am besten ausfüllen, alle 5. So dass ihr hier, okay, hier gibt es noch ganz viele. Ja, das sind diese hier, wenn ich das mal zeigen darf, Informationen zum Produkt. Bullet Points, dass der Kunde direkt auf einen Schlag sieht, aha, das beinhaltet das Produkt oder das macht das Produkt aus. Hersteller, Seriennummer, auch das. Also im Grunde genommen alles, was rot ist, ist auch sehr wichtig und muss erfüllt werden. Es ist ein Pflichtfeld. Artikelbezeichnung, Modellnummer, Modellname, Hersteller, alles muss hier gekennzeichnet sein. Natürlich ist das jetzt bei Tintenpatronen sehr wichtig, dass alles zueinander passt. Ihr wollt nicht ständig Ware zurückbekommen und diese dann geöffnet schon haben. Besonders bei Produkten, die wirklich speziell sind, wie Tintenpatronen, damit es auch für den jeweiligen Drucker passt. Kommen wir zum nächsten Reiter, und zwar das Angebot. Das habe ich ja schon bereits gezeigt in einem
in einer Übersicht, wo wir uns an ein Produkt anhängen können. Hier gebt ihr dann, wie gesagt, eure Artikelnummer ein, die nicht erforderlich ist, wie ihr seht. Die Menge, den Preis, ihr könnt hier dann dementsprechend auch auswählen, worum es handelt sich um Neuware. Ihr könnt hier den Listenpreis UVP hinzufügen und hier gebt ihr nochmal ein, versendet ihr selber oder lässt ihr es durch Amazon machen. Produktdetails, auch hier unbedingt alle Pflichtfelder ausfüllen, ganz wichtig, im Grunde genommen alles selbsterklärend. Ihr seht es hier, bei jedem Feld ist ein Fragezeichen da und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, das alles problemlos auszufüllen. Falls dennoch Fragen sind, gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich helfe gerne weiter. Variationen. Auch hier, falls ihr Variationen einfügen möchtet, das legt ihr am Anfang fest, würde ich machen. So habt ihr noch die Möglichkeit, falls ihr weitere Produkte aus diesem Bereich bzw. identische Produkte, nur vielleicht andere Größen, andere Farben hinzufügen möchtet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, direkt das Ganze hier zu machen und hier das Ganze hinzufügen. So, wir machen hier mal ein Beispiel von der Größe. Wir können sagen, Größe 1. Größe 2, jetzt nur als Beispiel. Ihr könnt natürlich das Ganze auch mit Farbe machen und vieles mehr. Und dann seht ihr hier, bekommt ihr neue Felder hinzu. Ihr könnt dann wieder Artikelnummer hinzufügen. Ihr könnt dann wieder die ERN-Nummer. Ihr wählt, was es ist. Ihr wählt, welchen Zustand es hat und die Preise und so weiter. Das ist ganz wichtig. So, wenn eure Produkte aber keine Variationen haben, dann ist es nicht erforderlich, ja? So, kommen wir zum nächsten Punkt. Sicherheit und Einhaltung von Regeln. Auch hier ist es wichtig, dass ihr hier die Pflichtfelder ausfüllt. Es kommt immer auf das Produkt an. Es kann sich dann auch dementsprechend von den Bezeichnungen und Optionen immer ändern. Gewisse Produkte haben verschiedene Sicherheitsmerkmale, die man beachten muss. Mehr, andere weniger. Dementsprechend haben wir hier für Tintenpatronen diese Auswahl und auch hier können wir dann direkt sehen, worum handelt es sich, was ist es. Hier geht es dann um das Ursprungsland. Wir müssen hier die Garantie bestimmen, wie viel, in welchem Zeitraum gibt es hier eine Garantie. Gefahrgutvorschriften. Hier gibt es auch dann Dinge, die wir eintragen müssen. Informiert euch da, wie gesagt, über den Fragezeichen, gegebenenfalls über den Hersteller, Lieferanten, bei dem ihr die Ware bezieht, so wisst ihr genau, worauf kommt es hier an. Und ganz wichtig natürlich sind Fotos. Fotos sind A und O, also wenn ihr besonders, wenn ihr ein neues Produkt anlegt bei Amazon, dann müssen die Fotos wirklich passen. Wir können ja mal schauen, wie sieht das Ganze aus hier für Tintenpatronen. Wir sehen hier natürlich direkt erstmal die Verpackung, dann haben wir hier gewisse Hinweise für Rabattgutscheine oder die Qualität, woraus es gemacht wird oder welche Natur- bzw. Umweltsachen hier beachtet werden und vieles weiteres. Wir können sogar Videos hinzufügen, ja, das könnt ihr auch machen, aber wie gesagt, wichtig sind, dass es gute Bilder sind und gute Fotos. So, und wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr dann auf Speichern und Beenden und im besten Fall habt ihr dann alles erfüllt und Amazon wird euer Produkt listen und euer Listing ist dann online und ihr könnt direkt verkaufen. So viel dazu. Also wie gesagt, gegebenenfalls bei manchen Produkten mehr, bei manchen weniger, gibt es hier verschiedene Dinge, die man eintragen muss. Macht das unbedingt so gut wie möglich. Ihr macht das einmal und könnt dieses Produkt dann lange verkaufen und gut verkaufen. So viel zu dem Thema Produkt einstellen, Produktlisten bei Amazon. Falls Fragen, wie gesagt, sind, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Anmerkungen gerne auch. Ich weiß auch nicht alles, aber ich habe es nach versucht, im Besten hier euch darzulegen. Und falls ihr mehr Videos davon sehen möchtet und euch dieses Format gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Falls ihr weitere Videos sehen möchtet, abonniert gerne diesen Kanal, drückt auf die Glocke, so bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.